Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit der Tier Challenge. Und letztes Mal haben wir Petra eingenommen. Haben wir hier unsere Hauptstadt verteidigt, erfolgreich verteidigt. Gegen, ich glaube, das, ja, die da. Und jetzt kommt der nächste. Der da ist schon gefährlicher, weil der gute Einheiten hat. Das da ist, der wird hier angreifen und das sollte relativ einfach sein. Da kommt natürlich darauf an, wie seine Strategie ist. Also wenn er seine Mehrzahl, sage ich mal, seine Übermacht so jetzt hat, ausspielt, dann wird es schwer. Aber das wird schon. Gut, die da wird dann hier angreifen. Wird auch blöd. Weil, naja, hier habe ich zwar drei Pikiniere, aber die sind auch sehr low. Ich würde ja sehr gerne die tauschen, aber das geht natürlich nicht. Geht doch nicht. Fünf Runden hier. So. Also, Verteidiger Palmyras. Bekommen eine Tradition, das ist gut. Die da nee, die da werden eher die Verteidiger sein. Ja. Der da bekommt auch, ja, nee, der bekommt nichts. Immer wenn man denkt, man ist jetzt raus, kommen irgendwie vier oder fünf Fraktionen mit neuen Fullstack-Armeen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und an sich, wenn man kein Geld hat. Oh, das ist freundlich. Danke. Wenn man kein Geld hat, um zu bestechen, kommt man eigentlich fast nicht aus so einem Kriegs-Teufelskreis raus. Also. Vor allen Dingen bei den Seleukiden, also am Anfang hat die Fraktion ja sehr viele Klientel-Königtümer oder Satrapien, was bei denen aber schlecht ist, ist, dass die meisten eigentlich nach 10 Runden oder so spätestens dann sind die weg, und das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. So. Ich mach's einfach genauso wie vorhin auch. Im Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer für ihre Hilfe bei unserer Verteidigung danken. Gut. Da sind nur Bürgerkavallerie und die Fernkämpfer kommen hier hin. Sehr schön. Schneidet sie in Stücke! Nahkampfinfanterie bereit!
Gut, dann schnell, schnell, schnell. Zacki, zacki. Du auch? Ja, der ist jetzt um einiges klüger. Unser General wird angegriffen. Schnell, schnell, schnell. So, gut. Jetzt bitte auf die Fernkamera drauf. Sehr schön. Ja, vielleicht ein bisschen hier rein. Steinschleuderer. Das sind Pekiniere. Oh, das sind Pekiniere. Okay. Die Elefanten hole ich vielleicht sogar auch nach hinten. Dann räumt die von hinten einfach auf. So, hier schnell. Die sind jetzt vorne, ne? Ja. Gut, ihr geht hier hin. Und du gehst dahin. Das ist schon sehr, sehr gut, dass ich hier so viele. Dass ich hier so viele Bogenschützen habe. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, das ist gut. Sehr schön. Jetzt bitte aufhören. Gepanzerte Elefanten! So, ich muss nämlich so viel wie möglich mitnehmen. Ja, das war schon knapper, aber ihr habt schon gesehen, es war sehr knapp wegen den feindlichen Pikinier. Die haben sofort alles niedergemacht, also die eine Seite. Die war sowieso ziemlich am Arsch, sag ich mal. Wegen den Fernkämpfern, also die haben sehr viel besser damit reagiert. Oder nicht reagiert, sondern die Fernkämpfer sehr viel besser benutzt. Also
So. Komm. Den einen noch. Und das war's. Ja. Fast die Hälfte haben wir verloren. War auch gut, dass, 700, krass. War auch gut, dass wir den Elefanten auch sehr schnell da weggetan haben, weil der hat auch gleich mit Brandpfeilen auf unseren General, schade, auf unseren General geschossen, was auch sehr gut ist. Also, sehr clever. Gut, also der hat 1, 2, 3 Pikiniere, also Leinpanzer-Pikiniere. Das wird heftig. Und der hat noch Verstärkung, okay. Sind die verbündet? Ja, offensichtlich. Okay. Das wird dann schon die heulenden Wölfe und Lichtbringer. Das wird dann schon ein bisschen kniffliger. Okay, Hügelmänner. Pikiniere. Leinpanzer Pikiniere, okay. Ja, die sind natürlich jetzt richtig aktiv dabei. Muss man mal gerade ein bisschen überlegen. Also, die Hügelmänner gehen natürlich straight dahin. Ist ja klar. Das heißt, hier brauche ich mindestens 2 Pikiniere. Dann hier eine Pikiniereinheit. Oder keine. Und alle hier. Meine Überlegung ist gerade, wenn der mit den Pikinieren hier hochkommt. Warte mal. Wenn der da hochkommt, dann, warte mal, was hat er hier? Leinpanzer, Schwertkämpfer, das ist heftig. Pikiniere, Hügelmänner, Pikiniere. Der hat schon gut aufgebaut. Das Ding ist, wenn der jetzt, also ich überlege, die hier rauf zu tun, weil Pikiniere im Nahkampf sind echt grottig. Also klar, die Silberpanzer-Pikiniere, die werden trotzdem alles wegschnetzeln. Aber vielleicht mit ein bisschen mehr Verluste, als das ihm lieb wäre. Okay. Und dann hier schütze ich das Tor. Okay, so. Es sollte passen. Und sobald das Tor offen ist, mache ich dann flupp. Okay. Warte, die tue ich hier hin. Dann Pikiniere, Hügelmänner und Leinpanzer. Okay. Und hier kommen dann die Schwertkämpfer hin. Und hier lasse ich offen für Kavallerie und sonstiges. Und eben ein paar andere Sachen. Gut. Die tue ich auch einfach mal da hoch. Aus Gründen. Und die da schauen, dass sie schnell was machen.
Gut. Hier bitte so schnell wie möglich auf die Leinpanzer beginnen. Frage ist natürlich, wo der Galata kommt, oder? Ah, kommt auch daher. Okay. Okay, der muss hier hin, okay. Mhm. Also ne, Bikini. Ein paar habe ich schon wenigstens. Und das war's. Wieso geht ihr da lang? Ist blöd, aber okay. Akzeptiere ich jetzt mal so. Was? Jetzt werden die hier gefangen genommen. Was war das denn jetzt für ein Quark? Ich geh mal zur Seite, damit die Pikiniere die sind, die ich zuerst. Beziehungsweise die halt. Jetzt geht doch bitte, meine Güte. Seid ihr so dumm oder so? Ach, Entschuldigung. Ihr seid einfach dumm. Okay, das ist gut. Ihr geht sofort runter. Hoffe ich. Jetzt geht hier runter. Meine Güte, seid... Oder geht in den Tod, ist mir scheißegal. Kann. Nein, ihr geht gegen ihn. Gegen dein Panzerschwertkämpfer? Danke. Ihr geht gegen die. Vielen Dank. Ihr seid dann endlich runter. Gut. Husa. So. Jetzt schon. Ja, okay, wegen den. Ja, okay. Okay. Unsere Tore sind komplett zerstört. Bereit, Rost zu marschieren. Schnell vorrücken. Steht in Dolisel. Erwartet den Boden. Vorkommen. An die Waffen. Okay, so. Hier kommen die mal. Ein Panzer. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh, geht schon. Wieso gehen die hier nicht durch? Das wäre irgendwie gerade sehr viel lieber. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Männer, offensichtlich Geschwindigkeit! Unsere Pferde machen bereit!
Okay. Ja, jetzt kommt die hier rein. Das wird interessant. Ich muss den das Tor wieder einnehmen. Ja, los. Ja, der will nicht. Unser General wird angegriffen. Der will hier nicht rumfahren. Das ist natürlich ärgerlich. Wenn die Strategie dann daran fehlt, dass die nicht das machen, was man will. Wegen Bugs und so. Von hinten angegriffen. Ja, du bist ja auch dumm. Natürlich wirst du von hinten angegriffen, wenn du das... Du sollst den da hier wegtreiben. Okay? Du sollst den da angreifen. Alter, okay. Wenn ich gewinne, werde ich sehr überrascht. Und was macht ihr da? Nichts. Richtig. Puh. Eieiei. Das ist ja richtig schade, was gerade da passiert. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Uiuiui. Einfach durchfahren. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, schön. Ein bisschen Ramazamba machen. Und ihr holt euch jetzt die da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine gesamte unser General ist gefallen. Hä? Oh Gott. Friendly Fire. Ihr seid doch Deppen. Alter, mein General ist jetzt von so einem scheiß, so einem blöden Stein gestorben. Ich glaub's ja nicht. Wie dumm.
Na gut. Oh Mann, jetzt ist der General von so einem blöden. Der. Ja. Ich glaube wirklich. Also der stand ja. Der stand ja da einfach nur. Eieieiei. Ja, nun. Aber wir gewinnen das trotzdem. Zum Glück. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh, jetzt fängt er endlich an zu wanken. Schade, schade, das mit dem General. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Der komplette General ist hier jetzt ja tot. Ist echt nervig. Ja, ist das ärgerlich. Alter, ey. 1200 und 400. Geil. Warte mal. Okay, also der hat 672 getötet und ich habe 689 verloren. Alter, da war ein bisschen zu viel Friendly Fire dabei. Wie zu viel? 2000. Der braucht jetzt ein bisschen Ruhe, denke ich mal, um wieder auf Vordermann zu kommen. Na, schon wieder. Jetzt kommt wahrscheinlich der da. Ja, warten noch nicht. Klug, klug. Ich finde es auch immer interessant, dass die Leute, also die Armeen, die hier sind, die kämpfen ja nie gegeneinander, also selten. Nahrungsmittelknappheit schon wieder. Hier wurden die ein bisschen dezimiert. Okay. Ich muss mal kurz schauen, was hier unten ist. Ah, gar nichts. Sehr schön. Rein theoretisch. Ganz rein theoretisch könnte ich sogar angreifen. Aber Rebellen. Dann sagen wir mal den Rebellen hallo.
Und nochmal Hallo. Und machen die mal platt. Wie das klar. An sich ist jetzt auch wieder alles blöd. Und schade und tra-tra. Aber die Frage ist, ob ich hier bleibe und die zu einer Schlacht ja, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich bleibe hier und provoziere die zu einer Schlacht. Das wäre, glaube ich, gut. So. Okay, was ist... Achso, ja. Jetzt habe ich ja wieder positiv. Okay, die könnte ich vernichten. Natürlich könnte... Ach, gut. Okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt bitte Gewaltmarsch. Dann tauschen wir mal kurz Platz bei. Kannst du noch? Ja. Dann gehe ich mal dahin und vielleicht nächste Runde da. Wer weiß, wer weiß. Okay, minus 14. Nahrungsmittelknappheit, das geht nächste Runde weg. Unruhe stiften. Gestohlene Nahrung. Bevölkerung verärgert. Die ganzen feindlichen Agenten, die nerven. Okay, aber was richtig cool ist, ich habe Geld. Jetzt habe ich keins mehr. Das mache ich weg. 1050. Wobei, nee, da könnte Petra angreifen. Scheiße. Aber jetzt könnten die... Ach, das ist doch alles doof. Aber ich muss trotzdem so... Lieber Jerusalem nochmal verlieren. Wobei, nee, das ist ja alles doof. Wobei, also, hier, stopp. Nicht rumheulen, so, das passt. Okay, da habe ich halt wieder sehr viel Geld reingesteckt. Das wäre ein bisschen ärgerlich gewesen. Okay, hier könnte ich neue oder soll ich so von 300 kostet der. Ja. Gut. Und schon wieder 34. Es tut mir leid. Wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, vielen Dank. Ich schaue noch kurz, was hier alles los ist. Weil danach werde ich nämlich dann komplett aufhören. Und nicht nur eine Pause machen. Dementsprechend ist es hier wichtig zu schauen, was hier alles los ist. Okay. Das war's. So, noch kurz Diplomatie, bevor ich's vergesse. Die sind neutral. Seid gegrüßt. Sprecht. Okay. Seid gegrüßt. Und nun. Okay. Minus 15, Karthago. Möge bei Al-Hamun gnädig. Auch noch nicht, aber. Tretet ein, Freund, und sprecht. Es gibt viel zu bereden. Wieso redet der jetzt normal? Der auch noch nicht.
Makedonien. Naja. Makedonien lebt ja noch. Seid willkommen. Lasst uns reden. Ich könnte bei meiner Ehre nicht. Warum wollen die mit mir nicht handeln? Gut, jetzt aber. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal.